Nur Müll. Okay, Moment, wir gucken mal. Ich habe Blaubeeren, ich habe Tomaten, ich habe Mais, ich habe Mohn, ich habe Sommerschmuck. Okay. Ich habe Peperoni. Ich habe Radieschen. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht habe, sind Kürbisse und so, aber ich, hier Melonen und sowas fehlen. Sowas muss ich eigentlich auch noch besorgen. Melonen brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen sie für kein einziges Bundle, aber... obwohl doch, könnte gut sein fürs Sommerbundle. Aber zum Glück nicht fürs Qualitätsbundle. Das ist echt sehr angenehm. Also, Stardew, wenn das nächste Update keine Geister hat, bin ich sad. Ja, Geister wären irgendwie cool. Also ich fände es halt mal cool, wenn man da auch das, ich meine, das Halloween-Event zum Beispiel ist ja auch immer noch eigentlich sehr schön. Aber es wäre auch mal cool, wenn solche Events auch mal ein bisschen aufgemöbelt werden. Wenn auch nur mit einem kleinen neuen Detail oder so. Wobei du mittlerweile bei vielen Events jetzt, zum Beispiel auch beim Blumentanz und so, gibt es auch neue Items im Shop, dann wenn du auf das Event gehst. Deswegen gibt es da schon eine gewisse kleine Neuerung. Das wird wahrscheinlich bei Halloween dann auch der Fall sein, denke ich mal. Aber es sind eben dann auch nur die Deko-Sachen. Okay, Abigail möchte wieder Pranks machen. Und sie beschwert sich immer, dass sie nicht ernst genommen wird. Aber macht dann Pranks. Ich habe neulich mein zweites Huhn gesucht auf der Farm. Hat den Hühnerstall im unteren Bereich der Farm und nicht gewusst, dass da ein kleiner Tunnel ist, der zum Wasser führt. Ein Huhn versteckt sich immer in dem Tunnel. Oh! Da ist ein Tunnel? Echt? Oh. Ja gut. Habe ich Radieschen? So, machen wir uns jetzt mal so richtig arm und ne, holen noch den letzten Rest für Blaubeeren raus. Forgotten Places und sowas. Ja, genau, zum Beispiel. Würdet ihr sowas machen? Also, hättet ihr mal Bock auf so eine... So, oder würde ich euch das interessieren, so richtig mit Leuten auszuziehen, die halt wirklich, so eben Geister jagen, also einfach losziehen, da halt jetzt nicht unbedingt mit einer Windschuhrouter, sondern schon, die haben halt ja entsprechende Sensorgeräte und sowas. Und das mal zu machen, in so einem Haus oder eben an solchen verlassenen Städten und so, in alten Kliniken und so ein Kram. Ich glaube, also einerseits habe ich tatsächlich Schiss vor sowas. Muss ich, also ich fühle mich ja eh beklemmt dann in dunklen Umgebungen und so, das ist ja mein Problem dabei. Ich glaube, effektiv vor Geistern oder so habe ich gar keine Angst, ne? Also, aber... Also, da hatte ich keine Angst, aber so dieses... Wahrscheinlich ist es da dunkel und so, das ist immer für mich ein bisschen schwer, dann... Tatsächlich. Damit umzugehen. Aber so an sich wäre das mal ganz geil, glaube ich. Shortcuts Community Upgrade. What? Okay. Das ist eine Mod, die das Dorf in eine Geisterstadt verwandelt. Die Bewohner sind dann alle Geister. Das wäre mal für ein... Also, das ist cool. Wäre mal für so ein Special interessant. Um da mal reinzugucken. So ein Special. Ja, ich brauche Platz für die Melonen, ne? Aber Platz ist hier eher so... Ja, hier können wir die Melonen ganz gut hinsetzen. Am besten, weil hier auch eine Vogelscheuche ist, ne? Aber bevor wir das tun, muss ich mich hinsetzen ein paar Stunden. Weil ich muss mich ausruhen. Oh ja, jetzt ist, so ist das Regenerieren angenehm. Man sitzt ein bisschen, aber es sind nicht nur 2 Punkte alle 2 Sekunden. Jetzt sind es halt 10 Energiepunkte alle 10 Sekunden, die ich eingestellt habe. Das gilt übrigens nicht zum Stardew Valley Vanilla, also das habe ich mir auch reingemoddet, also ist eine Mod. Bingo! So. Außerdem finde ich es logisch, dass wenn man sich hinsetzt, dass dann die Energie so ein bisschen zurückkommt.
Melonski. Melonski. Manu, Hallöchen. Lizzie gibt aus Versehen Gegenstände weg. Könnte man bei dem Bingo einfügen? Ja, wirklich. Wirklich. Wo sind die Melonen da? Ist halt echt so, ey. Aus Versehen Sachen verschenken, die irgendwie teuer sind oder lange brauchen. Da bin ich sehr gut drin. Ja. Und dann, das Blöde ist, dann mögen die Leute den Scheiß nicht mal, ne? Wenn du denen aber versehentlich verschenkst, dann reagieren die so wie Manu eben von wegen, es ist für mich, ja, danke, dann lege ich das irgendwo da hinten hin, ne? Danke. Bleh. Dabei war das nicht sogar Ahornsirup? Eigentlich war das nicht mal was Schlechtes. War ja nicht mal so, dass ich ihr Baumharz geschenkt habe. Ne? Dann hätte ich auch so reagiert, aber sonst. Oh. Ich hätte eigentlich diese Konversation dann mit einem "Du bist eh doof" beenden sollen. Das hätte, glaube ich, ganz gut funktioniert. Dann hätte ich mich nochmal so richtig schön, ne? Hätte ich mich auf jeden Fall nochmal richtig behaupten können bei der undankbaren Ziege. Hab gestern aus Versehen Müll verschenkt. Toll. Schön. Schön. Ich meine, das ist halt gerade zum Geburtstag sehr ärgerlich, ne? Wenn derjenige Geburtstag hat, ne? Okay, die Sachen landen leider nicht automatisch in der Kiste. Das funktioniert leider nicht. Ja, also die Crabpots funktionieren hier am Strand scheinbar nicht so gut. Deswegen nehme ich die tatsächlich wieder mit. Wir nehmen das mit, bauen die Kiste ab und dann bauen wir die an den Strand. Nicht hier hin. Hier funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das, das versteht die Mod nicht. Vielleicht auf der Karte nicht, noch nicht. Oder es darf nur an den Steg oder so am besten. Das könnte man halt probieren. Oder wir machen es einfach wirklich direkt am Strand. Ich glaube, ich mache es lieber am Strand. Da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert. Keys Quests sind so jetzt sogar hilfreich. Aha. Aber was ist das mit dem Town Shortcuts Community Upgrade? Heißt das, es gibt so ein bisschen mehr wie eine Schnellreise? So, abgesehen von den Minenkarren? Town Shortcuts Community Upgrade. Oder ist es ein neues Bundle oder so? So, guck mal. Hier gleich am Wasser können wir viel besser die Crabpots platzieren. Aber wahrscheinlich kann ich nicht alle automatisieren. Nicht alle drei, sondern nur den einen dann. Das ist so das Einzige. Ich müsste halt nochmal drei Kisten machen. Das wäre aber eigentlich kein Ding. Hier. Funktioniert nicht, ne? Das funktioniert nicht. Doch, das muss. Okay, muss funktioniert haben. Weil ich kann nichts reinwerfen. 54. Doch, muss irgendwie funktioniert haben. Ich glaube, da waren vorher 55 drin oder so. Okay, warte mal. Ich habe ja ein bisschen Holz dabei. Dann können wir eigentlich hier ein, zwei Kisten bauen. Und dann sehen wir, dann achten wir da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, ne? So, einmal die Crabpots. Rein. Kiste. So. Und wenn wir jetzt hier ein Teil rausnehmen und hier reinschmeißen. Das sind jetzt 26. Wenn da gleich einer verschwindet raus, dann funktioniert's. Ja, okay, funktioniert. Läuft. Sehr gut. Dann müssten eigentlich der Inhalt, der dann in den Crabpots landet, automatisch in der Kiste landen. Ja. Das sollte eigentlich gehen.
Elia, hallihallo. Das ist eine Mod, ja, das ist Automate. Das ist eine Automatisierungsmod. Das, das ist halt etwas, was ich eigentlich auch hauptsächlich eher Leuten empfehle, die halt das Spiel noch nicht so viel die das Spiel schon viel gespielt haben, zum Beispiel. Beziehungsweise gerade für mich ist es beim Streaming angenehmer, sowas zu haben, tatsächlich. Aber ja, du kannst damit halt ganze Produktionsketten machen damit. Also nicht nur sowas, sondern du kannst zum Beispiel, wenn du Barren machst, ne, wenn du einfach Barren machst, kannst du eine Kiste neben den Ofen stellen und in diese Kiste kannst du alles reintun, was der Ofen verarbeiten darf. Und da sollte man auch nur alles reintun, was der Ofen verarbeiten darf. Also eventuell sollte man dann halt ein bisschen davon entfernt dort Sachen reinwerfen, die der Ofen nicht verarbeiten soll. Der greift auch nur auf das zu, was direkt daneben steht. Und dann nimmt er alles automatisch raus aus der Kiste. Und das, was er produziert, landet dann automatisch in der Kiste auch drin. Das ist halt ganz angenehm. Dann kann man sich halt in der Zeit auf andere Sachen konzentrieren. Und man muss es ja auch nicht überall nutzen, ne? Ich finde es halt gerade bei den Crabpots sehr praktisch, weil man bei den Crabpots halt immer so extra. Also, es hat mich immer genervt tatsächlich. Ich habe so ungern die Crabpots in Vanilla genutzt, weil das so nervig ist, wirklich jeden Tag dann dahin zu latschen und zu gucken, ob da was Neues drin ist, dann neue Köder reinzuwerfen. Das war einfach nervig. Und hier kannst du aber die Crabpots theoretisch sogar. Es gibt ja diesen Behälter, der Köder produziert, ne? Der Würmer produziert. Und den kannst du halt direkt neben die Kiste stellen. Und dann landen die Köder aus dieser Köderproduktion in der Kiste und der Crabpot holt sich das aus der Kiste raus. Das sind so ganz einfache Ketten. Die kann man natürlich auch mega lang bauen, irgendwie, wenn man das will. So. Und wenn man das halt nicht will, dann baut man die Geräte halt, Gerätschaften halt nicht so auf, so für manche Sachen, dass sie sich das rausholen können. Das ist halt eigentlich super, super entspannt. Bis gleich, Anni. Lass es dir schmecken. So, after purchasing this community upgrade, the player may purchase a second community upgrade for 300.000. This will unlock shortcuts to help navigate the island more quickly. Dreihunderttausend, Alter. Ich finde es aber ganz gut, dass die Sachen relativ teuer sind, wenn ich ehrlich bin. So, weil dann hat man auf jeden Fall nochmal so einen gewissen Anreiz, sich das auch zu verdienen. So. Das sollte auch hoffentlich funktionieren. Auf der eigenen Farm scheint das nicht zu gehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Tiles irgendwie in einer geraden Linie sind, damit der das erkennt. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das auf der Farm, das Wasser bis zum Strand irgendwie zwei Teils auseinander oder so und deswegen funktioniert das vielleicht nicht. Obwohl es optisch halt nicht so aussieht. Hallöchen, Frappy. Okay, aber tatsächlich scheint das ja eine Art Schnellreise zu sein, ne? Endgame-Upgrade, ja. Ja, das ist halt super, wenn du halt wirklich dann ordentlich ein bisschen am Grinden bist, so. Und, du halt richtig viel Holz und sowas brauchst, um Dinge zu bauen, irgendwie um alles schöner zu machen, um Dinge zu produzieren. Dann ist es halt natürlich irgendwann dann entspannt, wenn du halt nicht so viel Zeit verlierst durch Rumlaufen oder so. Da sind Würmchen. Nachdem man Pam ein Haus gebaut hat, bekommt man das als zweites Upgrade. Ah, okay. Ah ja, das haben wir, glaube ich, beim letzten, beim 1.4er-Update ja schon damals gehabt, glaube ich, dass wir Pam das Haus ausbauen konnten.
Ist halt ganz geil, ne? Wenn so ein kleines Spiel halt so viele. Ich meine, es sind auch echt viele Neuerungen, muss man sagen, ne? Aber bei so einem kleinen Spiel macht sich jede kleine Änderung ja extrem bemerkbar, so, ne? Weil es ja eigentlich relativ über. Am Anfang war es ja relativ überschaubar irgendwie. Die einzige Tiefe, die du dann hattest, waren halt so, ja, womit kann man am meisten Geld machen? Oder am schnellsten oder whatever. Das war so die meiste Tiefe. Oder wie bekommt man dann gewisse Items, die seltener sind? Und dann musstest du ja trotzdem ganz viel Fleiß dafür haben. Und jetzt wird es einfach, das Spiel wird einfach immer tiefer und tiefer und das ist echt cool. So, okay, ich muss mal zum Jojo-Markt rüber. Weil da Würmchen sind und ich hätte diese Würmchen gerne. Die Wubbels. Da, das ist sogar ein Buch. Okay, ich gehe mal Richtung nach Hause und dann können wir da noch ein bisschen angeln. Ich habe jetzt schon 6 Kilo abgenommen, aber ich kann wieder langsam essen, glaube ich. Ja, das klingt doch gut. Das klingt doch gut, Frappy. Das hat jetzt aber lange gedauert, ne? Da hattest du ja jetzt über eine Woche, also wirklich eine Woche was von, ne? Und Andy Taker, danke schön für deinen Follow übrigens. Herzlich willkommen. So. Ich bin ganz gespannt, was wir für neue Dinge erleben werden. Also wir haben ja gestern auf der Multiplayer-Map dann ja, nee, gestern nicht, ne, vorgestern auf der Multiplayer-Map dann ja auch die Dings kennengelernt, ne, dieses neue Auftragsboard und so. Was auch ziemlich cool ist eigentlich. Also es ist auch gerade für Multiplayer irgendwie ganz cool. Hab im ersten Jahr schon ein Dino-Ei und die prismatische Scherbe gefunden. Sehr cool. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Ich mal die. Brauche ich den Hecht? Nee, scheinbar nicht, sonst wäre er markiert worden. Ich brauche nur den Shrimp. Den Müll tue ich auch weg. Das mit dem Müll könnte man halt jetzt auch automatisieren, ne? Also ich zumindest hier. Dass man halt den Müll daneben diesem Recycler in die Kiste schmeißt und dann kommt da halt das Zeug raus. Das würde dann jetzt halt gehen, dann müsste ich den nicht immer wegschmeißen. Eigentlich. Das bringt auch sehr gute Sachen mit, ja. Im Herbst wurde das freigeschaltet, ne? Jetzt irgendwie. Glaube ich. Scheinbar im ersten Herbst oder so scheint das zu triggern, das Event. Also das Event, aber die Cutscene. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie meine, wegen irgendwelchen Mods oder sowas überprüft habe, bevor wir hier wieder angefangen haben, Stardew Valley zu spielen, bei meinen alten Spielständen, wo ich ja schon super weit bin, teilweise schon Jahr 5 und so, habe ich dann ja auch immer dann, wenn ich in die Stadt gegangen bin, ständig diese Cutscene gehabt. Man kann Cutscenes ja überspringen. Weil ich wollte mich da jetzt noch nicht so spoilern. Ich wollte die Überraschung halt im Stream dann haben. Aber so jedes Mal diese Cutscene dachte ich so, okay, die scheint irgendwo festgelegt zu sein, dass man die auf jeden Fall irgendwo an einem gewissen Zeitpunkt hat. So. Okay, wir haben Radieschen, ist gut. Warum gießt du leere Felder? Bitte. Das ist. Dann sind die ersten Blaubeeren eigentlich fertig in 5 Tagen, okay. Ich denke mal, was wir dann an Blaubeeren haben werden, ist dann nicht so verkehrt. Ich befürchte nur, dass ich halt. Oh, die reisende Händlerin ist wieder da. Stimmt, ist Sonntag.
Also ich muss einerseits Geld machen, das ist halt irgendwie wichtig. Und das heißt, wir müssten angeln viel noch weiterhin. Und wir brauchen Dings hier. Wir brauchen, oh Gott, die Ente. Ich hab kurz erschreckt. Was bewegt sich da? Ich müsste halt in die Minen, ne? Das ist halt auch super wichtig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn ihr Stardew Valley spielt, aber ich finde das Gießen unglaublich zufriedenstellend. Es nervt zwar manchmal, gerade wenn man dann irgendwie gleich wieder out of energy ist, aber ich kann mich dann ja einfach hinsetzen, um mich zu regenerieren. Aber so an sich dieses Geräusch, dieses Gießgeräusch, das ist einfach unglaublich satisfying, keine Ahnung. Für mich ist es voll angenehm. Kannst du bitte nicht meinen Hopfen schlagen? Den schon gegossen, oder? Man erkennt an der Position nicht so gut, ob der Hopfen schon gegossen wurde oder nicht. So. Ich sollte eine weitere Kiste bauen für die ganzen Sommersachen, bevor hier bald Tod und Chaos ist. Ich meine, Chaos habe ich hier eh schon langsam. Dann können wir die ganzen Sommersachen da reinwerfen. Das ist zum Beispiel das hier. Das und diese Dinge. Diese Dinge. So. Die Kokosnuss. Ja, die Kokosnuss ist halt eher. Ich weiß nicht, die ist halt nicht wirklich. Ja, ist auch nicht so richtig Sommer, aber für mich ist ein Kokosnuss eher sommerlich und deswegen kommt die auch damit in die Kiste rein. Wie viel Weizen brauchen wir fürs Bundle? Brauche ich das überhaupt fürs Bundle? Ich glaube schon, ne? Für ein Bundle brauche ich das. Und ich muss gleich kurz überprüfen, ob ich Tomaten angebaut habe. Da bin ich mir nämlich gerade nicht so sicher. Hier, 10 Stück. 10 Weizen also. Okay, ich muss auf jeden Fall mehr Weizen haben. Damit wir das schaffen. Und 10 Stroh. Bei 10 meinst du? Okay. Ich glaube, ich schmeiß entweder gleich Cyberpunk an, mach die restlichen Achievements oder ich baller die Multiplayer-Farm an und da etwas durch. Ja, mach wie du magst. Also ich bin da, also ich für meinen Teil bin da nicht böse, wenn du da jetzt zum Beispiel da jetzt so ein bisschen eskalierst. So, das ist, wie du magst. Da hätte ich kein Problem mit. Es ist ja eh alles gemeinschaftlich letztendlich und das finde ich halt sehr schön. Da war eine sehr gute Idee mit dem gemeinsamen Geld auch und so. Weil man dadurch natürlich auch Dinge einfach sehr gut realisieren kann, ne? So. Genau, ich muss zum Traveling Card. Das ist halt wichtig. So. Damit wir sehen können, was es so gibt. Und ob ich eventuell ganz schnell viel Geld brauche. Möglicherweise. Ich müsste eigentlich mal in die Minen und da ein bisschen farmen. Überhaupt, damit ich richtig anfange. Ich müsste angeln, damit ich Geld kriege. Und eventuell muss ich überprüfen, ob wir Tomaten haben. Ob ich Tomaten angebaut habe, da bin ich mir nämlich nicht sicher. Aber müsste eigentlich. Aber ich weiß gerade wirklich nicht, ob das eben bei der Überprüfung dabei war. Weil es wäre natürlich schon sinnvoll, von allem was da zu haben für den Sommer. Yeah, wir sind gemeinsam arm. Das ist halt das Erstaunliche. Ich habe eigentlich gedacht, man kann halt richtig Asche machen dann mit mehreren Leuten. Aber wir merken halt echt so. Gut, wir kriegen die Bundles relativ schnell voll, ne, zusammen. Das klappt ganz gut, aber trotzdem sind wir ja jetzt im Herbst und hängen immer noch auf dem, am Existenz, am Rande der Existenz hängen wir irgendwo rum. So, trotzdem. Ja, gut, seltene Saat halt, ne? Entschuldigung.
Ja gut, höchstens ein Ei fürs Bundle, aber dafür gebe ich jetzt keine 400 aus. Mir fehlen eh noch andere Sachen für die Tierbundles. Dann macht es halt keinen Sinn, dann irgendwie großartig Action zu machen wegen einem Ei. Also ich habe ein bisschen Gras, ne, hier. So ein bisschen. Okay, dann checke ich mal eben kurz ab, ob ich hier Tomaten... Das sind Tomatenpflanzen. Ja gut, das passt. Das passt. Aber Weizen müsste ich halt noch holen. Damit wir 10 Weizen zusammenbekommen. Dann können wir danach noch ein bisschen angeln gehen. Weizen sind doch auch nicht so teuer. Ja, alles andere haben wir eigentlich, ne? Hatte ich Sonnenblumensaat geholt? Ich weiß es nicht. Aber die können wir auch im Herbst notfalls noch machen. So, ich brauche einen Sitzplatz hier. Da können wir uns hinsetzen. Erstmal eine Runde chillen hier und die Energie auftanken. Die sitzt da aber auch ein bisschen wie so ein Babu, ne? Also, ich verstehe, warum es eine Mod gibt, um die Sitzposition ein bisschen oder die Sitzhaltung ein bisschen zu verändern. Die sitzt da richtig wie so ein Babu einfach. Ah, warte mal, wir gehen mal in die Berge und gehen da ein bisschen angeln, würde ich sagen. Werde mir vorher aber noch ein bisschen Köder kaufen, glaube ich. Chillaxen, ja. Oh, Chillaxen. Das hat meine Mutti, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt. Chillaxen. Ah, hier ist noch Zeug. Eigentlich möchte ich nur kurz zu Willy. Auch wenn mir Willy ein bisschen Angst macht. Oh, der ist schon gruselig. So, die haue ich jetzt einfach in die Kiste, die Sachen, damit wir genug Platz haben. Okay, ich glaube. Okay, ich glaube, ich erkenne das Problem mit diesen Dingern. Ich erkenne das Problem mit diesen Dingern. Ich glaube, die Bewohner hauen die Kisten weg. Jetzt verstehe ich das Problem. Das hatten wir auf der Multiplayer-Map auch schon. Die scheinen einfach die Kisten wegzuhauen. Jetzt ist natürlich sowohl der Inhalt halbwegs weg, als auch die Köder. Gut. Aber es sind Dinge, mit denen muss man rechnen, wenn man mit Mods arbeitet, ne? Also kann passieren. Man muss halt die Sachen genau irgendwo hinstellen, wo halt kein Bewohner langläuft. RIP, ja. Weil es sind auch dieselben Stellen, wo ich die platziert habe. Und Louis steht auch genauso an der Stelle. Du hast meine Kiste kaputt gemacht. Ich meine, wenigstens war da noch das Ding bei, ne? Aber halt alles anders kaputt. Ich weiß auch noch nicht, ob es daran liegt, dass ich die Chests Anywhere... ich glaube, dafür könnte ich nochmal nach dieser Chests Anywhere Mod gucken. Ich glaube, damit kann man das ausmerzen oder so.